Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit. Servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, Huge Montero, und ja, heute wieder mit einem neuen Video für euch. Und mit dabei ist sogar der Felix. Guten Tag. So, und wir haben uns jetzt mal mit unseren Handys hier schon parat gesetzt und ja, wie... Warum fliegst du? Ich kann fliegen. Scheiße. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall uns so ein paar, ja, sag ich mal, sehr gute Witze an den Kopf ballern und mal gucken, wer am lautesten lachen kann und wer die beklopptere Lache hat. Sehr gute Lache, ja. Wahrscheinlich sind sie schlechtesten im ganzen Internet. Bei unserem Glück, ja. Aber ich wette eh, dass Felix sowieso wegen jedem Scheiß loslacht. Ja, dafür bin ich auch bekannt. Okay, Felix, willst du dann einfach mal anfangen mit dem ersten? Okay, passt auf. Ich werde natürlich direkt mit einer Art Klassiker anfangen. Oh. Diesen Witz kennt mit Sicherheit viele von euch. Ja. Und zwar geht es um diesen, geht es in diesem Witz um Tiere. Deswegen, die Peter soll mich jetzt bitte nicht verklagen. Aber... Es ist doch Tatsache, und zwar es geht um was, was wir uns alle fragen. Und zwar, was sitzt auf einem Baum und schreit aha? Ganz genau, ein Uhu mit Sprachfeder. Halt die Fresse, und er ist doch schon alt. Ich hab ja auch gesagt, sie startet mit Klassiker. Ja, okay. Okay, pass auf, dann hol ich jetzt mal ein. Ist mal auch ein älteren, auch so ein Klassiker, kennt man auch schon länger, denke ich. Felix, sag mir doch einfach mal, wie man die Eier von einem Pfarrer nennt. Wie denn? Genau, heiliger Bimbam. Super. Weißt du, die Witze starten hier heute schon wieder, ne? Das ist so überwältigend. Okay, also anscheinend starten wir immer mit einem hohen Niveau. In eine Folge. Eigentlich immer in diesem Video. Man kennt es nicht anders. Genau. Aber kennst du es auch? Und zwar einen Typen, den du nicht magst. Und zwar an diesen geht eine Nachricht raus. Genau der Typ, der deine Daunenjacke gestohlen hat, und du sagst zu ihm, du kannst dich warm anziehen. Halt die Fresse. Halt die Schnauze, war jetzt schon wieder richtig schlecht. Also er hat doch nicht mal Lacher verdient oder so. Ich hab ja auch nicht gelacht. Okay, pass auf, dann bin ich ja jetzt wohl wieder dran. Oh ja, was könnten wir denn hier mal nehmen? Gut, dass wir uns so gut vorbereitet haben. Ne, den kann ich nicht raushauen hier, der ist ja, das wäre ja richtig ausländerfeindlich. Also, pass auf. Ich wollte eine. Ich kann nicht mehr. Ich habe den jetzt einfach gelesen. Ich wollte eine Schule in Syrien. Ich kann den schon nicht sagen, Alter. Pass auf. Ich wollte eine Schule in Syrien eröffnen. Syrien hat sich geöffnet. Ja, halt die Klappe, Siri, ey. Ich wollte eine Schule in Syrien eröffnen. Doch. Der Slogan war nicht Lernstoff. Nee, warte. Was? Ich kann das doch nicht mal lesen, Alter. Ich bin gerade nur so am Lachen, ne? Pass auf. Oh. Wollte eine Schule in Syrien eröffnen. Doch der Slogan Lernstoff statt Sprengstoff war aber auch nicht richtig. Wow. Alter. Okay. Okay. Okay, gut. Also ich habe auch neulich jetzt zwar Paul gefragt, ob er endlich eine feste Freundin hat. Er sagte mir aber, dass er immer noch die Bubblig hat. Was? Alter. Alter.
Der Patient zum Chirurgen. Ich bin ja so aufgeregt. Schließlich ist es meine erste OP. Chirurg, meine auch. Das ist genau das, denke ich, was man hören will. Das auf jeden Fall. Okay, dann hau du doch einfach mal den nächsten raus. Fertig. Okay. Okay. Pass auf. Was ist grau und kann nicht fliegen? Das. Was? Was ist grau und kann nicht fliegen? Keine Ahnung, Auto? Nee, eine fette Taube. Okay, ich hau dann auch mal einen raus, um ein bisschen Niveau hier wieder mit klügeren Sachen reinzubringen. Eine Blondine geht über eine Brücke. Sie stürzt ein. Warum? Ja, warum? Der Klügere gibt nach. Das schon wieder Heidi-Niveau hier. Lars, ich hab mal eine Frage an dich. Ja. Du bist immer so schlau, ne? Du sagst ja, immer klar. Hier, ich weiß alles. Genau. Dann sag mir doch bitte, was ist das Gegenteil von Katalog? Ist das Gegenteil? Kata war? Katte sagt dir die Wahrheit. Alter! Alter, nein. Okay, Alter. Ich glaube, ich soll langsam meine Witze von einfachen Fragen verändern, sonst die wären noch mal. Pass auf. Du bist ein Mensch, der kann sehr gut etwas deuten, wenn man etwas sagt, ne? Ist doch richtig. Ja. Okay, pass auf. Dann deute mir doch mal das hier. Was ist lang, vibriert und bringt Frauen zum Schreien? Hm. Ja, hast keine Idee? Ist eigentlich ganz einfach. Was denn? Eine Kettensäge. Okay, das ist die Wahrheit. Ja. Okay, Lars, weißt du noch gestern, ne? Da hatten wir doch auch unter anderem über Hubschrauber geredet. Ob es schraubende Huber sind oder hubende Schrauber. Ja. Das weißt du noch, ne? Ja. Ja, aber ich hätte jetzt mal eine etwas andere Frage zu dem Hubschrauber. Ja. Und zwar, hast du dich nicht schon mal gefragt, warum eigentlich zwei Mann in dem Hubschrauber drin sind? Weißt du nicht? Nein. Ja, einer muss doch huben, der andere muss schrauben. Ah, Alter, die Klappe. Ich weiß nicht, ob man das so als Witz werten kann, denn der war so scheiße. Ja, das ist generell kacke, das ist mit dem hubenden Schrauber. Aber das war doch mal irgendwie richtig scheiße, der Witz. Okay, ich fand den so scheiße. Ich hab auch einen. Super. Ich hab jetzt auch mal einen, der ist vielleicht sogar ein bisschen besser. Zwei Polizisten halten ein Auto mit zwei Polen drin an. Die Polizisten sagten zu den Polen: Wir suchen zwei Autodiebe. Dann sagte der eine Pole zu dem anderen. Sie schauten sich erstmal nur an, so. Und dann sagte der eine Pole zu dem Polizisten: Ist okay, wir machen's. Der hat jetzt anscheinend ein bisschen länger gebraucht. Ja, ich hab nicht jetzt zugehört. Soll ich ihn nochmal erzählen, damit auch Felix ihn kennt? Nein, ich hab den verstanden. Ich habe so im Nachhinein mir nochmal gemerkt, was du gesagt hast. Habe ich mir nochmal Audio abspielen lassen im Kopf. Und jetzt weiß ich ihn. Okay. Okay, pass auf. So immer mittags, ne? Du gehst draußen durch die Straße, ne? Ja. Dann hörst du etwas weinen im Baum. Was ist das? Genau, eine Heule. Alter! Junge, der war jetzt schon so flach, ne? Also. Ne? Nein. Okay, pass auf. Ein Auto. Alter, ich habe jetzt noch einen Witz. Welches Molekül lässt Autos verschwinden?
Kohlenstoffdioxid. Alter, immer genauso scheiße. Ja. Ja. Okay, komm, dann hauen wir nochmal einen richtig schnellen Feger hier raus. Okay. Ach, Papa, ich hab dich ja so lieb. Ohne Gentest bin ich doch immer Hans-Dieter für dich. Junge. Ja. Der war jetzt schon flach. Man merkt, dass Felix sie gerade richtig verstanden hat. Ich finde geil. Ja, hey, ich auch. Tja, ich habe nur eben nicht Gentest lesen können, wo ich den so gerade gesehen habe. Ich hab da Gentest so gelesen. Ja, möchtest du noch was erzählen? Ja. Pass auf. Wieso lachst du jetzt noch? Nein, ich hab noch ein Abschlussgedicht. Okay. Was? Okay, ich bin da mal gespannt. Pass auf, wenn es dich nicht stört, ich mach jetzt erst ein. Pass auf. Meine Oma ist beim FBI. Deshalb nennen wir sie Top Sigrid. Okay, pass auf, ich würde sagen, jeder jetzt noch zwei. Gut, jetzt, okay, ich habe ein Gedicht jetzt zum Abschluss noch. Okay, dann macht jeder ein. Gut. Nee, jeder zwei, dann mache ich das Gedicht gleich. Ja, okay, jeder jetzt noch ein normalen und dann kann jeder sich noch, kannst du dein Gedicht raushauen und ich noch normalen, oder was ich finde. Ich würde sagen, ja, können wir so machen. Okay, pass Bereich? Auf, dann hau raus, ja, dann hau raus. Okay. Fragt Paul den Hans, ob er Angst vor Asiaten hatte, sagte Hans, ja, panisch. Okay, der war jetzt schon richtig krank. Okay. Pass auf, ich habe hier auch einen. Habe einem Hipster ins Bein geschossen. Jetzt hopst er. Okay. Ich werde das Gedicht doch nicht vorlesen, weil das ist scheiße. Nein, komm, hau raus. Jetzt haust du es raus. Du hast es jetzt angekündigt. Du musst es jetzt. Alter, das ist aber kein Witz. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, komm, lies vor. Vielleicht können wir das ja analysieren. Okay. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Was? Das ist so dumm, Mann. Ja, okay. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie dieses Gedicht war. Mann, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Witz war. Ich meine, ich kapiere es einfach nicht. Das ist lustig. Keine Ahnung, Mann. Okay, pass auf, ich mache jetzt noch einen und dann würde ich sagen, das war's dann auch. Okay. Ich habe mir neulich ein Dach gekauft. Es ging aufs Haus. Also, das der Witz, Alter, war jetzt schon, würde ich mal sagen, sehr flach. Ne? Ich glaube, Felix, ja, hat schon die Füße hochgehoben. Ja. Okay. Gut, okay. Der letzte war am besten. Ja, gut, damit wir auch dieses schockierende Video wieder beenden. Wir sollten das schnell beenden. Genau, deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja. Es wird eh nicht gefallen. Es hat euch nicht gefallen. Das wissen wir, aber lasst doch trotzdem einen Daumen nach oben da, damit wissen wir, dass wir weiter scheiße sein sollen. So mehr Daumen hoch es gibt, desto weniger Videos in diesem Format kommt. Genau. Und was ist, wenn sie es feiern? Egal. Leute, macht's gut. Ciao, bis zur nächsten Folge. Haut rein, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal.